der Shopping City Süd fand der Austrian Style Award 2011 statt. Die prominente Fachjury musste aus zwei Kategorien zwei Gewinner auswählen. Was ist eigentlich der Austrian Style Award? Der Austrian Style Award ist ein Styling-Wettbewerb, den die SCS und das Donauzentrum gemeinsam erstmals veranstalten, wo es darum geht, wirklich Österreichs bestgestylte Person zu küren in den zwei Kategorien Cool und Classic. Und was uns ganz wichtig dabei war, ist, nicht den X-ten Model-Contest zu machen, weil derer gibt es eh schon genug, sondern wir wollten wirklich Mut zum persönlichen Stil und Kreativität einfach auch fördern. Ich finde es cool, dass es sowas gibt und ja, meine Freundin ist nämlich da auch dabei und deswegen bin ich eigentlich da. Sie hat mitgemacht. Welche ist deine Freundin? Die Anita Kress. Sie hat in der Kategorie Klassik mitgemacht und ja, das finde ich eigentlich durchaus positiv und deswegen bin ich auch schon ganz gespannt und halte ihr die Daumen. Bevor die Kandidaten gegeneinander antraten, gab es noch eine Modenschau mit Austria's Next Topmodel Eileen und ihre heißen Kollegen. Doch was ist eigentlich stylisch? Was ist stylisch? Stylisch ist, wenn Leute kreativ sind und wenn sie jung und kreativ sind, wie es heute hier ist. Und ich finde es mega gut. Ich bin sonst eigentlich keiner, der sich gerne in die Jury sitzt und Leute beurteilt, weil die haben wirklich alle einen mega super coolen Style. Deren Style, aber jeder ist super. Ja, du sag Adi, was ist denn eigentlich stylisch? Guter Style ist das, wenn jemand den Style wirklich tragen kann. Also sprich, er ist nicht verkleidet darin und wenn das einmal stimmt, Und du ganz freakig bist, aber vom Typ her das wirklich passt und nicht verkleidet wirst, dann hast du einen Style. So tell me about your style. What is stylish? Well, very simple and easy. I just want to be comfortable. Normally I dress jeans and t-shirt. Only when I really have to dress up, I dress up. But I like to stay comfortable. Well, I'm actually, my shoes are not so comfortable, but am I stylish? Yeah. You like? I like very much. So you don't have to be comfortable to be stylish, right? Well, I mean, preferably both. You know, if you could be comfortable and stylish at the same time, I think that's the ideal. Mein Leibwand ist eigentlich ziemlich angenehm, die Schuhe halt nicht stylisch. Thanks. Gut, wäre das auch geklärt. Danach gab Victoria S. alias Swarovski ihre neue Single zum Besten. Und sorgt für Stimmung unter den Kandidaten. Wie war eigentlich die Stimmung in der Jury? Die Stimmung war sehr gut, auch sehr diskussionsfreudig, würde ich sagen. Ja, es war zum Teil wirklich nicht einfach, sich bei diesen vielen Kandidaten für den Favoriten zu entscheiden. Wir haben dann immer gemeinschaftlich diskutiert und sind jetzt eigentlich recht zufrieden mit der Finalentscheidung. Nach welchen Kriterien habt ihr eigentlich bewertet? Also ich muss ehrlich sagen, ich hab mich echt sauschwer getan. Ich bin so süß gefunden, wie da jeder mit so einem Herz dabei ist. Ich habe gar nicht hinschauen können. Ich merke seit heute, dass ich total ungeeignet bin für eine Jury. Ich würde jeden gewinnen lassen. Tja, lieber Adi, wer die Wahl hat, hat die Qual. So viele Promis, das ist selten. Wie habt ihr das eigentlich hingekriegt? Naja, zum einen sind wir die größten Shoppingcenter Österreichs, der SCS und Donauzentrum bieten jede Menge tolle Shops. Ich weiß. Zum anderen muss man sagen, hatten wir eine tolle Jury, eine gute Mischung aus sehr stylaffinen Personen und nicht zuletzt Markus Schenkenberg, das Topmodel. Markus Schenkenberg und seine Jurykollegen haben sich für diese beiden entschieden. Das sind die Gewinner des Austrian Style Award 2011. Why did these two people actually win? I think they did a really good job. It was really tough to choose a winner because they all did a great job, but they were a little bit more stylish, a little bit edgier, and you know, there could only be one winner in each category. Was kriegen die? Was ist der Preis?
Shoppingvergnügungstour, kann ich nur sagen. Sie bekommen jeweils 5.000 Euro Shoppingcard Deluxe. Habe ich jetzt richtig gehört? Ja, 5.000 Euro. Kann man sich noch bewerben? Nein, im nächsten Jahr würde ich vorschlagen, ja. Gibt es eine Altersgrenze, oder? Nein, überhaupt nicht. Es ist eben wirklich offen für alle, bis 99, weil Stil ist etwas, was man haben kann sein Leben lang. So sieht eine glückliche Gewinnerin aus und ein Küsschen gab's auch noch.